Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Im Februar 2020 durften die Modellbahnvereine aus der Region bei den Ferien- und Winterausstellungen noch ihre Züge für Besucher fahren lassen. Es gab reichlich Neues zu entdecken, zum Beispiel in den Ausstellungsräumen des Arbeitskreises Modellbahn Chemnitz. Diesmal stellen wir auch aus eine neue TT-Modulanlage, die unsere Jüngsten mitgebaut haben. Auf der großen Anlage fährt diesmal die Variobahn ganz stabil und zuverlässig. Auf der Überlandstraßenbahn fährt also runter schon bis zum Solaris und wieder zurück. Dann gibt es Neues zu sehen, die Skoda-Bahn. Wir machen also vor allen Dingen diesmal wieder Schwerpunkt Nahverkehr in Chemnitz und Karl-Marx-Stadt. Und Umgebung. Der Modellbahnclub Görener-Brücke Hartmannsdorf präsentierte im Februar 2020 seine Anlagen nicht an gewohnter Stelle. Wir hatten früher unsere Ausstellung immer im Bürgersaal der Gemeinde Hartmannsdorf. Und der ist leider nicht mehr in der Nutzung der Gemeinde. Die Gemeinde baut einen neuen Veranstaltungssaal. Und da hat uns freundlicherweise die Schützengesellschaft 1888 Hartmannsdorf ihre Räume zur Verfügung gestellt, damit wir wenigstens für die Bevölkerung uns wieder mal zeigen können. Wie gewohnt zeigte der Modellbahnclub 322 Liechtenstein auch im vergangenen Jahr nicht nur seine eigenen Anlagen, sondern hatte Gastaussteller an Bord, so Uwe und Jacqueline Löwe aus Meuselwitz. Wir zeigen Feuerwehrmodelle, teils selbst gebaut, teils gesammelt und ein Branddiorama, was schon ein bisschen was über 20 Jahre alt ist. Das haben wir damals für Hamburg gebaut, hat etliche Jahre auf dem Boden gestanden. Und jetzt haben wir es wieder mal ausgekramt. Nach den Ferien- und Winterausstellungen wollten die Mitglieder der Modellbahnvereine die Zeit nutzen, neue Ideen auf ihren Anlagen umzusetzen, die die Besucher dann bei den traditionellen Vor- und Weihnachtsausstellungen hätten in Augenschein nehmen können. Doch das Coronavirus stellte ab März 2020 alle Signale auf Rot. Auch die des Modelleisenbahnclubs Frankenberg. Wir können uns ja in Zeiten von Corona leider auch nicht treffen. Wir leben als Verein aber eben von unserer gemeinsamen Arbeit, die nicht nur im gemeinsamen Basteln und Bauen unserer Anlagen besteht, sondern auch darin besteht, dass wir mit unseren Anlagen uns vorstellen wollen, einem breiten Publikum. Das ist in unseren Räumlichkeiten, die wir hier von der Stadt Frankenberg bekommen haben, leider so nicht möglich. Wir müssen also deswegen auf große Ausstellungen zurückgreifen. Und voriges Jahr im März haben wir die vierten Chemnitzer Modellbahntage gemeinsam mit der Messe Chemnitz geplant gehabt. Die sollten nun im Januar 2021 stattfinden. Und da haben wir noch die große Hoffnung gehabt, dass bis dahin alles erledigt sein könnte, was das Thema betrifft. Aber nichtsdestotrotz mussten wir dann doch im Januar unsere Ausstellung absagen. Hatten erst überlegt, ob wir sie am Osterwochenende durchführen. Und die aktuelle Entwicklung zeigt, die Entscheidung damals zu sagen, wir lassen es für 2021 ganz und versuchen es im Januar 2022 wieder, war eine richtige Entscheidung, die wir dort gemeinsam mit der Messe Chemnitz getroffen haben. Denn eine Ausstellung in der Größenordnung, in so einer großen Fläche, bedarf doch einer recht langen Vorbereitungszeit. Und wenn man das alles macht, die ganze Arbeit dort investiert, dort auch Werbung macht, weil man ja von vielen Orten Publikum haben möchte und muss dann ganz, die ganze Sache vier Wochen vorher absagen, das ist einfach ein Unding. Deswegen unser Entschluss, die Modellbahntage, die nächsten, im Januar 2022 stattfinden zu lassen. Genauso schwierig ist es auch mit allen anderen Ausstellungen, also anderen Veranstaltern geht es dort nicht besser. Unser Jahresauftakt in die Ausstellungssaison ist eigentlich immer die Modellhobby-Spiel in Leipzig im Oktober, die ja voriges Jahr auch nicht stattgefunden hat. Die Veranstalter der Messe in Leipzig bereiten intensiv vor für dieses Jahr. Wir versuchen dort auch unseren Part einzubringen und bereiten uns logischerweise auf diese Veranstaltung auf vor. Aber ob sie stattfinden kann oder ob auch die Messe Leipzig für dieses Jahr sagen muss, kann nicht stattfinden. Das wissen wir alles noch nicht. Also ist im Moment eine sehr schwere Zeit. Für die Modellbahnvereine aber. Ein interessanter Aspekt ist die Tatsache, dass die Modellbahnindustrie trotz Corona über die aktuelle Entwicklung eigentlich nicht klagen kann. Es haben also offenbar eine ganze Menge in Zeiten des Lockdowns zurückgefunden zur Modelleisenbahn, weil das Modelleisenbahngebiet ist ein Thema,
Dort läuft der Verkauf schon seit vielen Jahren online. Es gibt also nur noch sehr wenig Fachgeschäfte, sodass man dort eigentlich unproblematisch weiter bestellen konnte und jetzt im heimischen Keller bastelt. Nun ist es unsere Aufgabe zu schauen, inwiefern wir diesen Schwung, der dort in der Modellbahn jetzt wieder drin ist, nutzen können, um gerade junge Leute in Vereine zu bekommen. Weil wenn man sich ein Oval kauft und zwei, drei Häuser dazu und einen Zug hat, das wird natürlich allein relativ schnell langweilig. Ja, und der Platz ist bei den wenigsten da, um dort große Anlagen aufbauen zu können. Deswegen empfehlen wir allen, die sich intensiver mit dem Thema Modelleisenbahn befassen wollen, das alles in einem Verein zu machen. Und gemeinsam macht es natürlich auch wesentlich mehr Spaß. Seit einigen Monaten haben die Mitglieder in den Vereinen nicht den gemeinsamen Spaß aufgrund der Corona-Beschränkungen. Unsere Vereinsarbeit hier besteht momentan in der Tatsache, dass wir uns maximal zu zweit in unseren Räumlichkeiten treffen können. Wir haben noch einen kleinen Raum, dort könnte noch ein Dritter basteln, aber schon, wenn er irgendwas ausprobieren will, wird es schwierig, weil dort gibt es keine Anlage drin, dort kann man wirklich nur arbeiten. Er müsste dann also auch herüberkommen und dann wird es relativ voll. Nichtsdestotrotz lassen wir einmal die Woche die Züge fahren, denn wie heißt es so schön, es handelt sich ja um Fahrzeuge und keine Stehzeuge. Sodass wir schauen, mindestens einmal die Woche die Fahrzeuge ein wenig rollen zu lassen, damit sie uns nicht einrosten, beziehungsweise in dem Fall verharzen die Fahrzeuge mit der Zeit durch das viele Stehen. Damit wir vorbereitet sind auf die nächsten Ausstellungen. Wir haben immer noch so eine kleine Hoffnung, dass an dem Wochenende nach Ostern unsere Teilnahme an der Modellbahnausstellung in Limbach-Oberfrohna möglich ist. Dann hoffen wir ganz sehr, dass wir wieder vertreten sein können mit unserem Kugelspiel in Jöhstadt zu Pfingsten, traditionell bei der Pressnitztalbahn, die erfahrungsgemäß eine große Ausstellung machen in der Fahrzeughalle, die dann komplett ausgeräumt wird und mit Modellbahnanlagen vorgestellt wird. Wie das Konzept dafür aussehen wird, haben wir noch gar keine Ahnung. Wir hoffen aber ganz sehr, dass wir bis dahin wieder relativ normal arbeiten können. Davon kann man seit Monaten überhaupt nicht reden. Ja, ich habe einige Mitglieder jetzt aktuell seit November vorigen Jahres nicht mehr gesehen, seit wir also in den neuen Lockdown gegangen sind. Zwischendrin haben wir uns getroffen, nachdem das wieder ging. Wir haben auch eine ganze Menge ältere Mitglieder, die natürlich Angst haben, sich anzustecken und deswegen auch auf eine Teilnahme verzichtet haben. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen können. Wie das aussehen wird, haben wir im Moment noch keine Ahnung. Das werden wir dann entscheiden müssen. Aber wir sind mit allen telefonisch in Verbindung, also wir hören uns relativ regelmäßig und wissen, dass es soweit allen noch gut geht und hoffen, dass wir dann alle gesund und munter hier wiedersehen, wenn wir wieder uns in größeren Gruppen hier treffen können. Das ist das eine. Ein anderes Problem ist, wann wieder Ausstellungen stattfinden können. Denn die sind für die Modellbahnvereine wichtig. Die Modellbahnausstellungen sind für uns die größte Einnahmequelle, denn wir sind bei uns im Verein im Moment 9 Mitglieder. Damit sind natürlich die Ausgaben, die man als Verein hat, sei es die Miete oder auch die Investitionen in neue Fahrzeuge, nicht zu stemmen. Also die Haupteinnahmequelle ist deswegen für uns die Ausstellung. Das sind einmal die kleineren Ausstellungen, an denen wir teilnehmen. Das ist natürlich immer mit Transportkosten verbunden. Und eine große Ausstellung, die wir eben gemeinsam mit der Messe selber organisieren, die rettet uns dann übers Jahr. Und die fehlt uns natürlich in den Büchern für 2021 ganz sehr. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir, dass uns die Stadt Frankenberg unterstützt, indem sie vielleicht auf einen Teil der Miete verzichten kann und damit uns als Modellbahnverein am Leben erhält. Denn wenn wir alle Ausgaben ganz normal weiter bestreiten müssten, befürchte ich ganz sehr, werden relativ zügig dann bei uns die Lichter ausgehen. Und das wäre schade. Es wäre erstmal schade um die viele Arbeit, die wir uns gemacht haben, weil irgendwas muss dann auch mit der Anlage passieren.
Es wäre schade für die Stadt Frankenberg, weil es gibt da wegen den einen oder anderen hier in der Region, der sich privat mit dem Thema Modellbahn befasst, der also auch zu uns kommt, um mal Fachfragen zu stellen. Wir sind für die Leute auch da und unterstützen sie dort an der Stelle. Und natürlich ein Hobby wollen wir natürlich auch haben und hoffen ganz sehr, dass wir das auch weiter hier fortsetzen können. Um Werbung für den Verein zu machen, hat der MEC Frankenberg unter anderem Kugelspiel, das ist eine Gartenbahn. Und dort haben die Kinder die Aufgabe, einen Ball in einen Schlauch, der in einer Spirale angeordnet ist, hineinzuwerfen und dann nach Möglichkeit unten den Waggon, der vorbeifährt, zu treffen. Das ist immer ganz lustig. Wenn es gelingt und auch wenn es nicht gelingt, gibt es auch immer was zu lachen und für die Kinder haben wir auch immer einen kleinen Preis. Das ist momentan unsere Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit, die wir nutzen können, um auf uns als Verein aufmerksam zu machen. Und das bieten wir auch gern, wenn es wieder geht, Vereinen hier in Frankenberg oder auch in der näheren Umgebung an. Kommen wir auch gern mal mit hin für einen Tag, können dort uns als Verein präsentieren und vielleicht dem Verein, der dort Veranstalter ist, ein bisschen für die Bespaßung der Kinder unterstützen. Wann die Signale wieder auf grün umschalten, weiß allerdings noch niemand. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Willkommen beim AXA-Team in Blaurau. Wir sind immer für Sie da. Hi, hier ist eure Nicoletta. Für die Mopedfahrer unter euch, ich habe einen ganz heißen Tipp. Ihr könnt euch ab dem 1.3. bei uns eure Mopedschilder abholen und sofort bei uns versichern. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Bis demnächst. Und im Übrigen, auch für E-Scooter. Telefon und Internet zu teuer? Die Technik soll bleiben? Wir liefern Telefon und schnelles Internet preiswert über Ihren Kabelanschluss. Erfahrene Techniker installieren vor Ort. Die Formalitäten erledigen wir. Vorhandene Rufnummern bleiben. Unsere Tarife sind flexibel. Lassen Sie sich telefonisch oder im Laden beraten. Wir finden die optimale Lösung für Sie. Nutzen Sie unseren Computer-, Drucker-, Telefon- und Sendersuchlaufkundendienst. Wir sind immer von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr für Sie da. Burgstedt, Chemnitzer Straße 11, parken vor der Ladentür. Die Lichtensteiner Frauenklinik an der Bahnhofstraße im Jahr 2020, das ihr letztes Stündlein geschlagen hat, war zu diesem Zeitpunkt schon klar. Nun sind die Abrissbagger zugange und rücken dem Gebäude zu Leibe. Das einst Verwaltungsgebäude der Ortskrankenkasse war, ab Anfang der 1950er Jahre ein Mütter- und Säuglingsheim beherbergte und 1959 zur Frauenklinik wurde. Im Erdgeschoss befand sich die Entbindungsstation und im ersten Obergeschoss die gynäkologische Station mit Operationsräumen. Im Sommer 2000 zog die Frauenklinik aus der Bahnhofstraße in den Neubau des Lichtensteiner Krankenhauses. Ein paar Jahre später wurde die Volkssolidarität Eigentümerin der alten leerstehenden Frauenklinik. Schlussendlich erwarb die ein neuer Investor. Lutz Uhlig von der Seed Projekt GmbH verriet 2019 bei einem Pressegespräch in Limbach-Oberfrohna, dass man plant, anstelle der alten Frauenklinik in Lichtenstein ein Pflegezentrum zu errichten. In Limbach-Oberfrohna startete 2019 der Investor mit dem Abriss der alten Buntfärberei den Neubau einer Pflegeeinrichtung. Mit dem Abriss der alten verfallenen Frauenklinik fiel auch in Lichtenstein der Startschuss für Neues.
Unter den Huftierberggehegen im Tierpark Chemnitz verlaufen alte Gänge. Welche Funktion die einst hatten, ist nicht bekannt. Nur, dass sich dort gern Fledermäuse verstecken und ihren Winterschlaf halten. Um für die Fledermäuse bessere Bedingungen zu schaffen, wurden an den Decken in den Gängen, die jeden Winter kontrolliert werden, Ziegelsteine angebracht. Damit leistet der Chemnitzer Tierpark einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz einheimischer Tiere, weil mit solchen Winterquartieren die Bestände einiger Fledermausarten wieder zunehmen. Einheimische Fledermausarten stehen in Deutschland allesamt unter Naturschutz, weil sie in ihren Beständen stark bedroht sind. Schuld daran die Zerstörung ihrer natürlichen Lebensräume und der Rückgang ihrer Nahrungsquellen, die Insekten. Insektenhotels und Blühwiesen können helfen, dass Insekten reichlich als Nahrung für Fledermäuse zur Verfügung stehen. Der traditionelle Saisonauftakt an der Talsperre Griebstein mit den Märchenfiguren des Miskus und dem Osterhasen fällt auch in diesem Jahr aus. Grund dafür sind, laut dem mittelsächsischen Kultursommer, einerseits die aktuell weiterhin unsichere Corona-Lage und das immer noch geltende Veranstaltungsverbot. Beide machen demnach Planung und Durchführung der Veranstaltung unmöglich. Hinzu kommt außerdem, dass die umfangreichen Bauarbeiten zum Umbau des Hafens an der Talsperre noch nicht abgeschlossen sind und deshalb auch die Schiffe zu Ostern noch nicht fahren können. Somit ist auch der bislang geplante Umzug des Miskus-Märchenspiels von der Freilicht auf die Seebühne nicht möglich. Auf ein Wiedersehen mit den lebendig gewordenen Miskus-Märchenfiguren können die kleinen und großen Fans trotzdem weiterhin hoffen. Die Termine für die Burg der Märchen auf der Burg Griebstein am 10. und 11. Juli 2021 sowie für die anderen bereits seit dem vergangenen Jahr geplanten Festivalveranstaltungen stehen fest. Allerdings muss im Laufe der Saison auch kurzfristig mit Änderungen gerechnet werden. Das Hohenstein-Ernsthaler Berggasthaus hat einen neuen Besitzer, die Stadt Hohenstein-Ernsthal. Am 23. Februar beschloss der Stadtrat mehrheitlich die Wahrnehmung der Vorkaufsrechte. Die hatte sich die Stadt gesichert, als sie das Haus 2001 an die Dietrich Touristikreisen GmbH verkaufte. Das Gasthaus wurde anschließend von verschiedenen Pächtern betrieben. Veranstaltungen wie das Rhododendron-Fest fanden hier statt. Seit einigen Jahren ist das Haus allerdings geschlossen. Der Eigentümer wollte es nun für 500.000 Euro an die Gebrüder Pfau verkaufen, die für die AfD im Hohenstein-Ernsthaler Stadtrat sitzen. Ein Preis, den auch die Stadt Hohenstein-Ernsthal bereit war zu zahlen. Das Berggasthaus ist nun das einzige unsanierte Gebäude im Besitz der Stadt. Sanieren möchte man es, bevor es wieder einer Nutzung zugeführt wird. Auch 2021 gibt es in Limbach-Oberfrohnah den Fassadenwettbewerb. Noch bis 31. März 2021 werden Vorschläge in Sachen schönste Fassade gesucht. Vorgeschlagen werden können alle Häuser, denen Limbach-Oberfrohnah in den Jahren 2019 und 2020 ein neues Gesicht erhielten. Man darf sein eigenes Haus vorschlagen oder ein anderes. Berücksichtigt werden ebenso gelungene Sanierungen von Fabrikgebäuden. Der Sieger erhält 1.500 Euro. Auch Platz 2 und 3 werden mit Preisen bedacht. Vorschläge bitte bis 31. März 2021 an die Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohnah. Per Post Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohnah, Kennwort Fassadenwettbewerb 2019-20, Rathausplatz 1 09212 Limbach-Oberfrohnah. Per Fax 03722 78303 oder per E-Mail k.streitberger@limbach-oberfrohnah.de. Die Stadt Frankenberg hinterließ mit der Landesgartenschau 2019 so viele positive Eindrücke, dass der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer die Idee hatte, den Tag der Sachsen 2022 hier stattfinden zu lassen. Corona-bedingt fiel der 2020 in Aue aus. Und der für 2021 in Freital geplante fällt ebenfalls aus. Ausfallen musste 2020 und wird auch 2021 das sächsische Landesernte-Dankfest. Das vogtländische Oelsnitz sollte Gastgeber sein.
Teil des Festes war seit 1993 der von den sächsischen Landfrauen initiierte Wettbewerb um die schönste Erntekrone und den schönsten Erntekranz Sachsens. Der Wettbewerb wurde ohne das sächsische Landeserntedankfest im vergangenen Jahr in Dresden ausgetragen. Wie die Pressestelle der Stadt Frankenberg informierte, ist in diesem Jahr als Austragungsort des Erntekronenwettbewerbs die Stadt Frankenberg geplant. Vom 14. bis 19. September dürfen Besucher an der St. Egidienkirche die Erntekronen bewerten. Es wird ebenso die Möglichkeit geschaffen, dies online zu tun. Ausrichter des Wettbewerbs ist in diesem Jahr das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung, das den Sächsischen Landfrauenverband mit der Organisation und Durchführung des Wettbewerbs beauftragt. Die Medikamentenbestellung zur Behandlung der Bienen gegen die Varroamilbe beginnt jetzt. Darüber informiert das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Mittelsachsen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bestellung seien die Meldungen der pro Standort vorhandenen Völker bei der Sächsischen Tierseuchenkasse und die Bezahlung der Tierseuchenkassenbeiträge. Die Bestellung muss bis spätestens 15. April dieses Jahres abgegeben werden. Das entsprechende Bestellformular gibt es auf der Internetseite des Landkreises. Imkervereine können die einzelnen Bestellformulare ihrer Imker sammeln und gemeinsam abgeben. Die erfolgreiche Behandlung der Bienen gegen die Varroamilbe und die Kontrolle des Behandlungserfolgs sind in Sachsen Pflicht für die Imker. Große Sorge bereite ihnen auch Ausbrüche der amerikanischen Faulbrut. Um für den Freistaat einen objektiven Überblick zur Verbreitung der Tierseuche zu bekommen, hat die Landesdirektion Sachsen ein amtliches Monitoring auf amerikanische Faulbrut der Bienen auferlegt. Im Landkreis Mittelsachsen gibt es aktuell keinen aktiven Faulbrut-Sperrbezirk. Im Freistaat Sachsen gab es im vergangenen Jahr 9 Ausbrüche. Seit 23. Februar können die Bürger nach telefonischer Terminvereinbarung wieder im Bürgerservice der Kreisverwaltung Zwickau am Standort in Hohenstein-Ernsthal Dr. Wilhelm Kühls Platz 5 vorsprechen. Wie die Bürgerservicestelle Hohenstein-Ernsthal haben auch die in Klaurau, Limbach-Oberfrohna, Werdau und Zwickau montags von 8 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr nach telefonischer Terminvereinbarung geöffnet. Die Samstagsöffnung Zeiten werden ebenfalls wieder wie gewohnt angeboten. Bei Wahrnehmung des Termins ist auf die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln zu achten. Erstmalig seit 2014 verzeichnet der Kreissportbund Mittelsachsen einen Mitgliederrückgang. Rund 46.400 Sportfreundinnen und Sportfreunde sind in 394 mittelsächsischen Vereinen angemeldet. Das sind knapp 2% weniger als im vergangenen Jahr. Die Abgänge verteilen sich in den Altersklassen unterschiedlich dramatisch, so KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert. In den Altersgruppen der über 60-jährigen Sportfreunde und im Bereich der jungen Erwachsenen von 19 bis 26 Jahre seien es sogar mehr Mitglieder als im Vorjahr. Besonders betroffen vom Rückgang sind in Mittelsachsen die Altersklassen der bis 6 und 7 bis 14-Jährigen. Mehr als 15% Mitgliederschwund verzeichnet die Gruppe der unter 6-Jährigen. Laut Kahlert machen die aktuellen Bestandszahlen deutlich, dass der Nachwuchs für die Vereinsstrukturen des KSB in akuter Gefahr ist. Vor allem der Kinder- und Jugendsport muss so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, fordert er. KSB-Präsident Erik Braun findet für die aktuelle Situation klare Worte: Ich kann beim besten Willen überhaupt nicht nachvollziehen, dass dieselben Kinder, die sich am Vormittag in der Grundschule oder in der Kita treffen, am Nachmittag dann nicht gemeinsam Sport treiben dürfen. Und das alles trotz mühsam ausgefeilter Hygienekonzepte, die nun schon seit fast einem Jahr in den Vereinen existieren, so Erik Braun. Auch 2021 bringt die Corona-Pandemie den sportlichen Wettkampfbetrieb zum Erliegen. Am 17. Februar gab der Sächsische Tischtennisverband bekannt, dass das Präsidium den Abbruch des gesamten Mannschaftsspielbetriebes der Spielzeit 2020/21 beschlossen hatte. Gründe für diese Entscheidung: die Verlängerung des Lockdowns und das Fehlen eines klaren Stufenplans von Land und Bund, ab wann Lockerungen für den Hallensport möglich sind.
Mit dem Beschluss wurde nicht nur der Punktspielbetrieb in allen Klassen des Sächsischen Tischtennisverbandes abgebrochen, sondern auch die Spielzeit für ungültig erklärt. Das heißt, dass es keine Auf- und Absteiger, keine Relegationsplätze und keine zurückgezogenen Mannschaften gibt. So als hätte es die Saison nicht gegeben. Die Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften sowie Ranglistenturniere setzt man bis 31. März 2021 aus. Schon am 16. Februar gab der Deutsche Tischtennisbund bekannt, dass von der 2. Bundesliga bis einschließlich Oberliga die Saison abgebrochen und die Spielzeit 2020/21 für ungültig erklärt wird. Betroffen davon ist unter anderem in der 3. Bundesliga der Tischtennisclub Sachsenring Hohenstein-Ernsthal, der vom 11. bis 25. Oktober 2020 3 Spiele absolvierte, mit 2 Siegen und einer Niederlage. Ehemals eine Abteilung beim Sportverein Sachsenring hatten die Tischtennisspieler 2020 ihren eigenen Verein gegründet. Bitter, dass gleich die erste Saison so enden musste. Im vergangenen Jahr konnten viele Motorradsportfans live vor Ort sein, als das Brüssel GP-Team agierte. Wegen der Corona-Einschränkungen durften die Fans die diesjährige Präsentation am 21. Februar nur live in den sozialen Medien verfolgen. Auch in der neuen Saison wird mit einem Brüssel GP Junior Team angetreten. Wieder mit Dustin Schneider beim Northern Talent Cup. Neu ist Noel Williamson, der 2020 in der NTC-Serie beeindruckende Leistungen zeigte. Er folgt Freddy Heinrich, der 2021 den nächsten Schritt Red Bull Rookies Cup in Angriff nimmt. In der Moto3 wird auch in dieser Saison der Schweizer Jason Dubaski für das Brüssel GP-Team starten, gemeinsam mit dem Japaner Yusei Yamanaka. Er ersetzt den Belgier Barry Baltus, der 2021 für das niederländische NTS Airway Racing GP-Team in der Moto2 startet. Während in der Moto3 schon Ende März erste Rennergebnisse eingefahren werden sollen, ist für den Northern Talent Cup erst im April der erste Test geplant. Am 20. und 21. Februar fanden in Dortmund die 68. Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften statt. Mit dabei in der Helmut-Körnig-Halle waren auch zahlreiche sächsische Athleten. Mit seinem ersten 17-Meter-Satz der Saison holte sich der Chemnitzer Dreispringer Max Hess seinen 5. Hallentitel. Mit 17 Metern glatt setzte sich der Chemnitzer trotz eines durchwachsenen Wettkampfes vorläufig auf Platz 2 der europäischen Hallenrangliste. Ja, also ich habe den Wettkampf nicht ganz so gut begonnen, beziehungsweise auch nicht gut durchgeführt. Also der Anlauf hat so im Großen und Ganzen überhaupt nicht gepasst. Meistens zu weit weg gewesen und ich dachte mir einfach am letzten jetzt nochmal voll drauf. Hast jetzt nichts mehr zu verlieren, der Titel ist sozusagen deine und dann ja, ohne einen Hintergedanken einfach mal drauf geballert aufs Brett und abgesprungen. Und dann ja, kam 17 Meter bei raus. Auch im Dreisprung der Frauen setzte sich mit Nele Eggert, LG Göttingen und 13,85 Meter die Favoritin durch. Einen 14 Meter Sprung gab es aber nicht. Maria Purza vom LAC Erdgas Chemnitz sicherte sich in dieser Disziplin Bronze. 13,67 Meter bedeuten für sie eine neue Hallenbestleistung. Kugelstoßer David Stoll, dem natürlich besonders die Rochlitzer die Daumen drückten, holte sich mit 20,83 Metern seinen 9. Hallentitel und bekam nicht nur dafür Glückwünsche. Die Vaterfreuden hatten sich bis Dortmund herumgesprochen. Und ich habe gehört, wir können nochmal gratulieren, du bist Papa geworden. Ja, am 1. Februar, das ist schon eine Weile her und sind jetzt gerade dabei, uns so ein bisschen einzugewöhnen. Und war eine ja, unvorhersehbare Zeit die letzten Wochen, aber ich denke mal, mit dem Ergebnis heute haben wir einen ganz guten Abschluss gefunden von der Heimsaison. Stohl dominierte das Starterfeld. Er verwies Christian Zimmermann, Kirchheimer SC und Vereinskollege Dennis Lefke auf die Medaillenränge. Mit 20,83 Meter erhöhte er in seinem 3. Wettkampf der Saison seine Jahresbestleistung und beendete gleichzeitig seine Hallensaison. Heute im Wettkampf? Ja. Ich harre noch ein bisschen mit meiner Technik, wir sind noch nicht ganz so im Auftakt, hole ich mir noch so einen Fehler rein, den ich eigentlich in der ganzen Bewegung mitnehme. Und das habe ich dann für mich so ein bisschen ausprobiert, aber das war nicht so erfolgsversprechend. Und
Ja, die 2083, das war mal ein Stoß, wo es angefangen hat, so ein bisschen zusammenzukommen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen mit der Vorbereitung anfangen und da ein paar Stöße sammeln, so, dann wird das für den Sommer besser. Ja, wie viel Bedeutung hat denn die Hallensaison gerade überhaupt für dich? Ja, als wir mit der Planung angefangen haben, hatte ich schon den Fokus auf die Hallensaison gelegt, weil ich eigentlich immer so ein bisschen im Winter auch ein paar Wettkämpfe brauche, um dann für den Sommer in Fahrt zu kommen. Und ja, dann mit der Geburt, die immer näher gerückt ist und ein paar Komplikationen danach, ist es dann eigentlich immer ja, nicht planbar geworden. Und im Endeffekt haben wir jetzt die deutschen Meisterschaften als Abschluss. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass man jetzt mit der Vorbereitung einfach nochmal eine Woche oder zwei Wochen eher anfangen kann. Du sagst gerade Abschluss, also bei der Hallen-EM wirst du nicht starten. Nee, bei der Hallen-EM werde ich nicht starten. Das ist einfach noch ein bisschen, wo mich noch ein bisschen zu Hause kümmern, dass das alles ein bisschen ja, in gewohnte, in geregelte Bahnen kommt. Und das ist erstmal jetzt das, was wichtig ist, um dann halt auch eine Sommersaison zu gewährleisten. Ihren sechsten Hallenmeistertitel holte sich im Kugelstoßen der Frauen die WM-Dritte Christina Schwanitz vom LV 90 Erzgebirge mit 18,87 Meter. Schwanitz will in Torun ihren zweiten Platz in der europäischen Rangliste zumindest bestätigen, sagte sie. Den zweiten Platz in Dortmund belegte Sarah Gambetta aus Halle und Platz 3 erkämpfte sich Katharina Maisch, LV 90 Erzgebirge. Sarah Schmidt, gleicher Verein, erreichte mit persönlicher Bestleistung von 16,92 Meter Platz 5. Schmidt hatte in Harda beim LSV mit dem Kugelstoßen begonnen. Auch Ricarda Lobe, MTG Mannheim, wurde im Frauenrennen über 60 Meter Hürden mit 8,19 Sekunden ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit persönlicher Bestleistung von 8,34 Sekunden hatte sich Anne Weigold von der LG Mittweida für den Finallauf qualifiziert, ließ aber nach der Berührung der ersten Hürde die Konkurrenz ziehen und stieg aus. Über 400 Meter der Frauen dominierte Favoritin Corinna Schwab, LAC Erdgas Chemnitz. Ein Feld, in dem gleich die ersten drei Läuferinnen unter 53 Sekunden blieben. In 52,01 Sekunden verteidigte die 21-Jährige souverän ihren Titel, erreichte eine neue persönliche Hallenbestzeit und zog auch die zweitplatzierte Laura Müller, SV Gosar 05, mit 52,60 Sekunden zu Bestzeit und Hallen-EM-Norm. Mit einer weißen Weste bis einschließlich 2,23 Meter dominierten Falk Wendrich, LAZ Soest und Jonas Wagner, Dresdner SC, den Hochsprungwettbewerb der Männer. Hier hatte der Dresdner den längeren Atem. Jeweils im dritten Versuch übersprang er 2,25 Meter als auch die 2,28 Meter. Damit gewann er überraschend Gold und überbot die Hallen-EM-Norm. Lange Zeit sah es beim 400 Meter Finale der Männer gut für Marvin Schlegel aus. Im Endspurt auf der Zielgeraden musste sich der Riechberger, welcher für den LAC Chemnitz startet, aber geschlagen geben. Um den Meistertitel duellierten sich der Dortmunder Henrik Krause und Konstantin Preis vom VfL Sindelfingen. Das Zielfoto wurde bemüht und Kraus konnte seinen Innenbahn- und Heimvorteil nutzen. Seine Zeit 47,03 Sekunden. Für Schlegel blieb die Uhr bei 47,15 Sekunden stehen. Damit errang er eine der vier Bronzemedaillen für das sächsische Starterfeld. Die Frauen und Männer konnten am Ende 5 Meistertitel aus Dortmund mitnehmen. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flüha. Thank you.
Erfindergeist, das Multitalent Elmar Mock, der die Swatch-Uhr erfand. Innovation, die Zukunft hängt am seidenen Faden. Kisten, 800 Ideen. Und sie alle haben mit ihm zu tun, mit Elmar Mock und seiner Kunst des Erfindens. Seine erste große Erfindung ruht zwar in einer der unteren Kisten, aber sie ist dafür nicht weniger spektakulär. Elmar Mock erfand die Armbanduhr neu, als es der Schweizer Uhrenindustrie schlecht ging. Heraus kam die Swatch. Der Clou? Ein neues Material für eine Uhr, Kunststoff. Die Idee? Weniger Einzelteile, die das Ganze billiger machen sollten. Mit seinem Kollegen Jacques Müller macht er sich ans Werk. Müller hatte die Uhrmacherkenntnisse, Ingenieur Mock die Fertigkeiten in der Kunststoffverarbeitung und im Ultraschallschweißen. Um das Ziel zu erreichen, musste man neue Technologie einführen, um wenige Arbeitsgänge zu haben, um viel komplexere Formen zu machen. Das heißt, wir haben aus Kunststoff nicht nur das Werk, aber die Schale gemacht. So hat man die Qualität wesentlich erhöht und der Preis wesentlich reduziert. Die Entwicklung bei der Uhrenfirma ETA war streng geheim. Das Erfinderduo verschmolz und kombinierte Uhrenteile. Das Ergebnis? Ein Zeitmesser aus 51 der sonst etwa doppelten Menge. Doch die Billiguhr fand nicht sofort Freunde. Alle waren dagegen. Die waren der Meinung, das kann höchstens als Werbeartikel sein, dass man doch kein Schweizer Produkt aus Kunststoff machen. Was ist das für eine billige Uhr? Und die haben die Idee gehabt, dass eine nicht reparierbare Uhr wäre schlecht. Aber dass die Schwierigkeit bei nicht reparieren, muss die Qualität viel besser sein. Hinzu kamen unzählige Designs, voll im Trend der 80er. Ein Triumph für die Schweizer Uhrenindustrie. Aber mit dem Erfolg ging für den Vordenker Mock die Leichtigkeit verloren. Für einen Chaot wie ich war das ein wunderschönes Zeit. Und der Erfolg des Swatch hat plötzlich Ordnung, Struktur, SAP, Organisation eingeführt, wo ich mich unwohl fühlte. Und ich wollte wieder versuchen, Innovation zu bringen. Und so endet seine Erfinderkarriere nicht mit der Swatch, sondern mit ihr beginnt sie erst. Viele denken, dass tiefer zu gehen in was man schon kennt, bringt Neuheit. Ich bin der Meinung, dass man muss neugierig sein, man muss andere Sachen sehen, man muss sich inspirieren lassen von der Natur, von Technologie, von Menschen. Champignon findet man nicht auf der Autobahn. Doch Inspiration reicht nicht aus. Man muss auch den Nutzen dahinter entdecken. Ein Baum scheint sehr stabil auf die Erde zu sein. Die Erde, wo ein Baum ist, ist nicht so stabil. Aber seine Wurzel, seine Verbindung fraktal in den Boden gibt ihm eine sehr hohe Stabilität. Mock erkennt das Potenzial und adaptiert es für Kunststoff. In einen porösen Untergrund eingebracht und per Ultraschall verflüssigt, setzt er sich in Bruchteilen von Sekunden beim Erhärten in den Poren fest, wie Wurzeln. Die Verbindung hält, ganz ohne Schrauben. Das sogenannte Welding funktioniert bei Holz, Kunststoff und sogar bei Knochen. Dort ermöglicht es schonendste Operationstechnik. Luft, Seife, Wasser und wiederum eine schonende Anwendung. Darum geht es Mock auch in seinem nächsten großen Bereich. Ressourcen sparen, aber nicht auf Hygiene verzichten. Das schafft Smixin, sein neuartiges Handwaschgerät. Das Ziel war, weniger Wasser zu brauchen. Heute braucht man viel Wasser, weil man muss spülen. Und beim Spülen löst man die Seife, die auf die Hand konzentriert ist. Damit kann ich perfekt das Volumen von Seife dosieren, das Volumen von Wasser. Und somit kann man das ganze Handwäschen mit nur diese Wassermenge machen. Normalerweise braucht man 1 bis 1,5 Liter. Die Smart Mixing Unit spart 90% Wasser und 60% Seife. Da das Gerät keine Wasserleitung braucht, sondern mobil ist, kann es überall aufgestellt werden. Eine Kernerfindung, viele Anwendungen, typisch für den Allrounder-Mock. Die sparsamste Dusche soll in Zukunft nur noch 2 statt 8 Liter verbrauchen. Versuche laufen schon. Die Zukunft steckt in der Informationstechnologie. Da ist sich der Erfinder sicher.
Für mich die Zukunft ist bei optischen Sensoren. Wie die Augen, die müssen beweglich sein, die müssen sich anpassen können. In Smartphones ist sein Minimotor schon eingebaut. Ein winziger Antrieb, der im Makrobereich blitzschnell fokussiert und scharf stellt. Aber mein wichtigster Beitrag an die Welt der Erfindung ist das hier. Eine Summe von professionellen Erfindern, die Creaholic. Und das ist der Werk von meines Lebens. Kreativität und Arbeitswut. Der Name ist Programm. Ideen haben, sie ernst nehmen, gemeinsam ausprobieren und gleichberechtigt arbeiten. Seine kreative Kolchose, wie er sie nennt, gründete Mock 1986 in Biel. Ob Werkstatt, Küche oder Büro, alles ist Kreativraum für die inzwischen rund 55 Mitarbeiter. Ich habe hier super Kollegen. Das sind wirklich sehr kreative Leute. Und ein Wolf braucht eine Meute. Allein macht man nicht viel. Ein Team kann viel mehr. Also diese Bündelung von Fähigkeit, diese Bündelung auf Kenntnisse ermöglicht uns, über unsere eigene Grenze zu gehen. Deswegen ist so ein Team wichtig. Elmar Mocks Patentrezept geht auf. Zahlreiche Start-ups und damit Arbeitsplätze hat er durch seinen Erfindungsreichtum ins Leben gerufen. Bei 178 Patentfamilien steht sein Name darauf. Ein unglaublicher Output einer 30-jährigen Erfinderkarriere. Nylon hat die Welt verändert. Die erste vollständig synthetische Faser, die massenhaft produziert und verkauft wurde. Elastisch, reißfest und lange haltbar. Eine Revolution für die Textilindustrie. Doch die Natur hat eine noch bessere Faser hervorgebracht. Eine, deren Eigenschaften in 300 Millionen Jahren Evolution perfektioniert wurden. Eine Faser, die nun alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Spinnenseide. Biochemiker Thomas Scheibel ekelt sich deshalb nicht vor Spinnen. Er bewundert sie. Und er hatte die Idee, Spinnenseide nach dem Vorbild der Natur herzustellen und sich ihre Eigenschaften zunutze zu machen. Das Spannende an dem Material Spinnenseide ist, dass es auf der einen Seite mechanisch das belastbarste Material ist, das man kennt. Das heißt, Spinnenseide verbindet, vereint Festigkeit und Dehnbarkeit. Und das Zweite ist, dass Spinnenseide praktisch steril ist. Das heißt, man kann es direkt am oder im Körper einsetzen. Und das kennt man schon seit vielen tausend Jahren. So wurde schon in der Antike beschrieben, dass man Spinnennetze als Wundauflagen verwendet hat. Aber Spinnen in großen Mengen zu züchten und ihre Seide auf natürliche Weise zu gewinnen, funktioniert nicht wirklich. Denn Spinnen sind Kannibalen. Sie würden sich gegenseitig auffressen. Seit den 1980er Jahren arbeiten Forscher deshalb an einem anderen Weg. Sie wollen das Wunderwerk Spinnenseide im Labor kreieren, mit Gentechnik und Biotechnologie. Die Idee dabei ist einfach. Aus dem Erbgut der Spinne wird das Stück DNA kopiert, das für die Spinnenseide verantwortlich ist. Danach setzt man es in das Erbgut von Bakterien ein. Die produzieren dann das Protein der Spinnenseide. Schließlich lässt es sich ernten. So simpel die Idee auch ist, sie hat trotzdem über 20 Jahre lang nicht funktioniert. Viele Forscher sind damit gescheitert, das Protein der Spinnenseide auf diese Art zu produzieren. Für uns war das spannend, wirklich an dem Prozess, warum hat das bis jetzt keiner geschafft? Was ist jetzt an diesen Spinnenseidenproteinen so speziell, so anders, dass man das nicht machen kann? Und das Motto war so ein bisschen, geht nicht, gibt's nicht. Also wir hatten eigentlich die felsenfeste Überzeugung, das muss doch irgendwie machbar sein. Die entscheidende Idee kommt Scheibel eines Tages, als er mal wieder mit dem Problem herumspielt. Das Gen für die Spinnenseide besteht aus vielen einzelnen DNA-Blöcken. Die verknüpfen die Forscher üblicherweise mit kurzen zusätzlichen DNA-Stückchen. So entsteht eine nicht ganz exakte Genkopie. Damit scheitern alle Versuche. Scheibels Verdacht ist, dass die Verbindungsstücke schuld daran sind. Was also würde geschehen, wenn man sie weglässt? Wenn er einen Weg fände, die DNA-Sequenzen für das Spinnenseidenprotein nahtlos miteinander zu verbinden.
Und das war auch unser erstes Patent, diese sogenannte Nahtlos-Klonierung, um Erbinformationen eben ohne Fremdsequenz, so nennt man das, herzustellen. Und ja, erstaunlicherweise hat es sofort geklappt. Die molekularen Werkzeuge zur Umsetzung dieser Idee gibt es damals aber noch gar nicht. Das Team von Thomas Scheibel muss die Methode für die nahtlose Klonierung erst erfinden. Dann setzen die Forscher die nahtlose DNA-Sequenz in Darmbakterien ein. Sie sollen das Spinnenseidenprotein produzieren. Und tatsächlich? Nach über 20 Jahren erfolgloser Versuche hat Thomas Scheibel das begehrte Protein der Spinnenseide als erster im Reagenzglas. Aber nur eine kleine Menge davon. Um große Mengen herzustellen, sind unzählige Bakterien nötig. In einem Bioreaktor gelingt es den Forschern, die Bakterien exakt mit dem zu versorgen, was sie brauchen. Denn nur dann produzieren sie das Spinnenseidenprotein in Massen. Am Ende des Prozesses bleibt eine Lösung, die voll ist mit dem begehrten Rohstoff. Dieser erste Schritt, dass man erstmalig biotechnologisch Spinnensequenzen Maßstab herstellen kann, das war eigentlich der Knüller. Und das hat natürlich sehr viel Industrieinteresse geweckt. Damals hatten wir noch gar keinen Faden. Der kam erst viel, viel später, vor allem durch Journalisten geprägt, die immer gesagt haben, ja, wenn ihr keinen Faden habt, dann ist es doch langweilig. Anfangs ist es den Forschern ein Rätsel, wie sie aus den Proteinen der Spinnenseide einen Faden machen sollen. 10 Jahre braucht das Team, die chemischen und mechanischen Tricks im Spinnenkörper zu entschlüsseln. Dann versuchen sie, den natürlichen Prozess im Labor nachzuahmen. Schließlich gelingt der. Aus den Proteinen formt sich der erste künstlich hergestellte Faden aus natürlicher Spinnenseide. Meter um Meter. Weil die Gene für die Spinnenseide leicht verändert wurden, sind die Fäden aus dem Labor sogar noch elastischer und stabiler. Wenn man eine Boeing 747 im Landeanflug abbremsen wollte, ohne dass man jetzt Triebwerke oder Bremsen nutzt, dann würde ein daumendickes Spinnenseidenseil ausreichen, um diese Boeing abzustoppen. Allerdings bräuchte man ein bisschen Auslauf, denn die Spinnenseide dehnt sich. Das heißt, die bräuchte ungefähr so 3,8 Kilometer Strecke. Aber dann wird sie zum Stehen kommen. BioSteel nennt Thomas Scheibel seine Fasern aus Spinnenseide. Mittlerweile stellt das Start-up AmSilk in München größere Mengen davon her. Zu Demo-Zwecken wurde auch schon ein Sportschuh produziert. Aber Sport- und Outdoor-Bekleidung sind bei weitem nicht die einzig denkbaren Anwendungen. Dank ihrer Eigenschaften lassen sich die Proteine der Spinnenseide in vielen Bereichen einsetzen. Man kann natürlich jetzt mit den Spinnenseidenproteinen auch andere Materialien herstellen, Beschichtungen zum Beispiel von Implantaten, Silikonimplantate zum Beispiel. Man kann Wirkstoffe damit verpacken, um sie im Körper als Depot zu hinterlegen und dann langsam freizusetzen. Und kosmetische Anwendungen nicht zu vergessen, denn seidenweiche Haut hat sich vielleicht jeder schon mal gewünscht. Wir haben natürlich weitere Produkte, die in einer, sag ich mal, Endphase oder schon in Prototypen vorhanden sind und wo wir in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren mit der Markteinführung rechnen. Die technologische Plattform, um Spinnenseidenproteine herzustellen, ist also nur der Anfang. Die möglichen Anwendungen scheinen unendlich zu sein. Alleine der Markt für Textile und technische Garne ist etwa 50 Milliarden Euro schwer. 45.000 Arten von Webspinnen sind bekannt. Alle Eigenschaften ihrer Seiden müssen erst noch entdeckt werden. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha.